Hallo. Ja, mein Name ist Gine Knapp und ich bin die Autorin vom Buch Mission Wien. Also das ist das Kinderbuch, das versucht, Kinder die Stadt entdecken zu lassen. Also nicht nur, was sie in der Schule sehen, also die Ringstraße, die Oper, Belvedere, sondern wirklich sie dazu bringt, einmal jeden Bezirk zu sehen. Jetzt sind wir gerade im 20. Bezirk beim Hannovermarkt. Da führt einer dieser Rätsel-Tracks vorbei. War der schwerste Bezirk für mich, weil der Bezirk sehr wenig hat für Kinder. Allerdings für die Augen viel. Weil angefangen von den Tauben, die sich da baden, bis zum Hannovermarkt, bis zur Kirche, wo eben dann auch ein Rätsel ist, das die Kinder zu lösen haben. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Ja, beginnen tut er eigentlich am Donaukanal, weil der 20. Bezirk ja auch eine Insel ist, also eigentlich. Geht eben da zum Hannovermarkt, geht da zu der Kirche, über den Wallensteinplatz und endet im Augarten. Das ist jetzt ein bisschen geschwindelt, weil der Augarten gehört ja, wenn man jetzt ganz genau schaut, eigentlich schon zum 2. Bezirk. Aber da der 20. wirklich so wenig Grünflächen hat, also man sieht ja auch da schon, es sind Fußballkäfige und deshalb ist der Augarten da jetzt noch mit eingebaut, damit man dann auch irgendwo, wenn man dann eigentlich so fertig ist oder so Pause machen will, auch irgendwo auf einer grünen Wiese richtig sitzen kann. Nach dem Augarten geht es dann wieder über den Gaußplatz, also da gehen wir dann wieder in den 20. wieder runter zum Donaukanal und enden tut er dann an der Friedensbrücke. Da ist dann auch das letzte Rätsel für die Kinder. Die Christine Nöstlinger ist eine deiner Lieblingsautorinnen aus deiner Kindheit. Ja. Warum ist das so? Ja, das ist deshalb so, weil ich aufgewachsen bin, so mitten im Pinzgau, damals ein noch furchtbar verschlafenes kleines Dorf, na eigentlich eine Marktgemeinde. Mittlerweile ist es schon zur Stadt herangewachsen, aber wie ich klein war, war dort einfach nichts. Ich habe als Kind eine Wiener Oma gehabt und habe Wien einfach geliebt. Und die Christine Nöstlinger hat mir eben in diesem ja doch konservativen Dorf, also eigentlich einer Marktgemeinde, so das bisschen Wien mitgebracht und auch das bisschen Verrückte, das da schon existiert hat. Also man konnte im Kopf so ausbrechen und ja, mein Lieblingsbuch war immer das Am Montag ist alles ganz anders. Da ging es ein bisschen drum, dass es ein Mädel gibt, das eigentlich am Anfang Läuse hat und deshalb die Haare kurz schneiden musste. Ja, und die hatte eben eine Freundin ihrer Mutter, die eben die geniale Idee, sie machte einen Iro und färbte die Haare in allen Farben. Ja, das ist jetzt hängen geblieben, eben bis jetzt. Bis jetzt muss ich mir noch die Haare färben, weil mich das einfach so fasziniert hat, wie locker sie einfach da mit diesem Thema umgegangen ist, auch das, wie man anders ausschaut und wie man anders sein kann, wie man eigentlich seine eigene Identität findet, also wie man individuell sein kann. Ja, das war einfach, das steckt in alles ihren Büchern, dass man einfach nicht da in eine Norm gepresst werden muss, sondern dass man einfach seinen eigenen Weg finden kann. Also ich weiß natürlich nicht genau, wie das heute ist. Aber ich glaube, es ist nicht sehr viel anders, wie ich so Kind war oder halbwüchsig. Ich habe ja Wien nicht gekannt. Mhm. Der Wiener ist ja sowieso nicht einmal ein Bezirksmensch, sondern ein Grätzelmensch. Mhm. Ich glaube, ich war mit 16, 17 Jahren zum ersten Mal in Meidling. Mhm. Ich war ein Westwiener. Mhm. Das war Hernal, Währing, Ottergring, natürlich dann die innere Stadt, mhm. aber noch andere Bezirke habe ich überhaupt nicht gekannt. Mhm. Und wie ich dann einmal mit 17 Jahren, knapp vor der Matura, auf der, ich glaube, das war die Dresdner Straße gestanden bin,
habe nicht einmal gewusst, wo geht Stadt einwärts und wo geht Stadt auswärts. Mhm. Also es war mir alles unbekannt. Mhm. Ich habe das gesehen, da wir ja ein Haus am Land haben. Wenn wir rausgefahren sind, haben wir immer müssen etliche Freunde meiner Tochter mitnehmen, damit es überhaupt mit will. Nicht? Und die haben die ganze Zeit also geredet, was sie im Fernsehen anschauen wollen, welche Computerspiele sie machen wollen. Aber bitte, gegen einen Traktor kommt das nicht auf. Ja? Also wenn es wirklich dann um Erlebtes geht, mhm. Dann haben sie nie ferngeschaut und nie Computer gespielt, mhm. sondern sind mit Nachbarn beim Traktor gewesen. Mhm. Ja. Aber solche Angebote gibt es natürlich in der Stadt sehr wenige. Das heißt, wenn man genug Angebote bieten könnte, wird man die Kids schon rausbringen? Na, aber sicher, bin ich überzeugt ganz davon. Sicher. Und bei Ihrer Zeit war das noch üblicher, dass man auf Straßen mehr spielen konnte? Ich habe immer auf der Straße gespielt, weil dort waren die Kinder. Das ist ja ganz klar, wenn man in einem Unterschichtbezirk wohnt, und das tat ich, bei der gehobenen Einwohnerschaft war es sicher anders. Mhm. Aber die Leute dort haben oft 4, 5 Kinder gehabt und eine Zimmer-Küche-Wohnung. Mhm. Also da bitte hat ja die Mutter sowieso geschaut, dass die Kinder entweder im Hof oder auf der Straße sind. Und dann war es ja völlig ungefährlich. Ich glaube, das war sogar vor dem Krieg ein bisschen riskanter. Aber im Krieg waren ja alle Privat-Pkw irgendwie beschlagnahmt. Da ist ja kaum was, ein Fahrzeug gefahren. Ich weiß das, also im Rinnsal von diesen unserer Gassen, die Geblergassen, heute der wildbefahrene Straßen, ist der Löwenzahn gewachsen. Mhm. Natürlich nicht immer, aber so jeden zweiten, dritten Meter war irgend so ein Löwenzahnpflänzchen. Also, und wir haben über so diese blöden Kinderspielwasser, Mann, mit welcher Farbe darfst du rüber oder sowas, das haben wir über die Straße gespielt. Mhm. Noch deutlicher, ich habe eine Cousine gehabt, die haben wir manchmal besucht, in der Feberstraße haben wir auch auf der Gassen gespielt. Mhm. Ja. Ich mag das Wort Erziehung überhaupt nicht. Erziehen erinnert mich immer so an Spalierobst, wo die Birnen und die Äpfel beim da so festbunden werden, damit sie gerade wachsen. Ich habe meine Kinder nie erzogen. Man muss Kindern manches verbieten, weil es sonst schlecht für sie ist. Man muss Kinder zu manchen zwingen, wie zum Beispiel in die Schule zu gehen oder sich impfen zu lassen. Das sind einfach wirklich nötige Sachen. Und da gibt es kein Pardon, also man kann nicht sagen, das Kind will nicht, daher bleibt es von der Schule weg. Aber 1, 2 Tage schon, ja, ist auch möglich. Ansonsten halte ich viel mehr von dem Wort Begleitung eigentlich. Und da gibt es einen schönen Satz von Karl Valentin, der sagt da in irgendeinem von diesen Sketches, ja, mei, die Erziehung, die ist schon was Gutes, aber was soll man tun? Die Kinder machen einem da eh alles nach. Das stimmt. Also Kinder orientieren sich faktisch am Vorbild, das sie an Eltern haben. Mehr als einem dann oft lieb ist. Ja, wenn man sich selber nicht mag schon. Wenn man sich selber mag, ist man damit zufrieden. Und was das Schulsystem betrifft? Ja, das halte ich für schrecklich. Warum? Früher und jetzt, Vergleich? Da war es immer schon schrecklich. Also ich glaube, quasi viele Unterschiede sind anscheinend nicht, bitte. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, Stundenplan, das ist jetzt, glaube ich, auch schon 35 Jahre her, und habe da irgendwie benutzt Schulzustände von dem Gymnasium, in das meine jüngere Tochter ging. Da gibt es halt Kinder, die das lesen und mir erklären, sie erkennen ihre Lehrer wieder. Ja? Mhm. Also dürfte sie nicht sehr viel geändert haben, wenn es immer noch so ähnlich ist, dass man glaubt, das ist der oder der. Mhm.
Aber es ist ja auch kein leichter Beruf, Lehrer zu sein. Ich will gar nicht furchtbar viel auf Lehrer schimpfen. Nein. Ich meine, das Schönste, was ein Lehrer haben kann, ist ein Charisma. Ja. Aber es gibt, muss so viele Lehrer geben, so viele Menschen mit Charisma gibt es nicht. Es muss also auch die Durchschnittstypen geben. Wenn ich Kinderbriefe kriege, 9 zu 1, was ist Ihre Lieblingsfarbe? Was ist Ihr Lieblingsessen? Was ist Ihr Lieblingstier? Also das mit Lieblingen habe ich es nicht so. Aber die eigenen Bücher, mein Gott, ich schreibe jetzt seit über 40 Jahren viel von dem, was ich vor 40 Jahren geschrieben habe, ist mir ja auch nicht mehr so in Erinnerung. Hin und wieder, wenn ich, mache das selten, aber doch eine Lesung mache, dann lese ich so einen eigenen Text zum Beispiel, der sehr alt ist. Und das kann schon passieren, dass ich mir denke, na, das ist ja gar nicht schlecht. Mhm. Das gefällt mir. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Dass ich mir denke, ja, um Himmels Willen, was habe ich denn da geschrieben? Und so, wenn ich, jedes Mal, wenn ich ein Buch fertig habe, also so, dass ich davon begeistert bin, so ist es nie. Sondern es ist einfach dann fertig und das Thema. Man ist froh, wenn es fertig ist und außerdem muss man sich natürlich auch an Termine halten, die man mit einem Verlag vereinbart hat. Man kann nicht ewig dran herumbessern, weil die wollen ja das auch drucken. Und außerdem glaube ich, wenn man zum Verbessern anfängt, bitte, dann kannst du ja ganzes Lebtag lang an einer Seitentext sitzen, weil anders kann es immer noch werden. Und also es hat auch sein Gutes, wenn man sich sagt, jetzt muss einmal Schluss sein. Ja. Bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Ja, also einerseits hat es ein bisschen auch was Autobiografisches, weil ich bin ja auch ein Landkind, so wie die Lene das ist. Und habe meine Ferien sehr oft in Wien verbracht. Und ich hatte einen lieben Cousin und auch eine liebe Oma, die hat mir einfach Wien gezeigt. Und ich war einfach ein Wien-Fan und wir sind dann wirklich oft quer durch die Stadt gefahren, in Straßenbahnen eingestiegen. Die Rolltreppen waren eine Sensation für mich. Ja, und habe eigentlich damals schon entdeckt, wie viel Wien zu bieten hat. Und das wollte ich eben auch den Kindern zeigen. Weil meistens ist es ja so, dass man sein eigenes Grätzl, sein Bezirk kaum verlässt. Und die meisten steigen dann höchstens noch in ihr Auto und fahren hinaus irgendwo aufs Land und machen dort einen Ausflug. Aber das ist in Wien auch alles möglich.